meine Brille richten. Okay. Moin, Leute, willkommen zu einem neuen Video. Und in diesem Video gucken wir uns jetzt mal die Statistiken von unseren Rumänien-Trips an. Also das Video, was ich schon mehrfach angekündigt habe. Und ich gebe euch so ein paar Langstreckentipps, die ich jetzt mit Tesla Model 3 und Tesla Model Y sammeln konnte. Grundsätzlich vorweg, ne? Das ist alles so ein bisschen Spielerei und rumgetestet und so weiter und so fort. Man kann sich in die Autos setzen, haben wir auch schon mal gemacht, einfach Navigationsziel eingeben und dann genauso fahren, wie das Navigationsgerät einem sagt. Aber mich persönlich reizt es aber immer, die Zeit vom Navi zu unterbieten. Und deswegen gucken wir mal so ein bisschen und wir passen es natürlich auch irgendwie den Gegebenheiten an. Also wo wollen wir essen und wo wollen wir einmal nur ganz kurz auf Toilette oder mit dem Hund rausgehen. Deswegen haben wir uns ein paar Tipps da einfallen lassen, wie man das alles noch ein bisschen optimieren kann. Dafür würde ich sagen, springen wir einmal rein in das Model 3. Dann sage ich euch auch ein bisschen was zu den Zahlen und zeige euch im Navi, worauf wir immer so achten. Also los geht's. Mit dem Model 3 waren wir ja zuletzt in Rumänien und ich hatte ja schon am Ende des Videos gesagt, dass wir eine absolute Bestzeit hingelegt haben. Das liegt zum einen daran, dass wir wirklich extrem, also wir hatten keine Staus, das war sensationell und auch an der Grenze mussten wir nicht lange warten. Aber wir haben auch unsere Ladezeiten optimiert. Das hat dazu geführt, dass wir dieses Jahr mit dem Model Y Performance, als wir gefahren sind, haben wir fast 5 Stunden geladen. Also 4 Stunden 58 Minuten. Jetzt mit dem Model 3 auf der Hinfahrt haben wir nur noch 4 Stunden 17 Minuten geladen und auf der Rückfahrt haben wir das sogar noch mal unterboten, da haben wir nur 4 Stunden 5 Minuten geladen und obwohl wir hier in der Tiefgarage mit deutlich mehr Prozent angekommen sind, weil hier kann ich nicht laden zu Hause. In Rumänien, wenn wir ankommen, sind wir mit ganz wenig Prozent angekommen, weil wir dort direkt laden können. Das heißt, wir hätten das sicherlich unter 4 Stunden drücken können. Das heißt, eine Stunde weniger laden als mit dem Model Y. Wie machen wir das? Ganz wichtig ist einfach zu wissen, dass umso voller der Wagen ist, umso langsamer lädt er. Das heißt, umso weniger Prozent bekommt ihr pro Minute quasi in Akku. Das heißt, unser Ziel ist immer, dass wir mit möglichst wenig Prozent ankommen. Das führt dazu, dass wir eine sehr hohe Laderate haben, also mit sehr viel kW laden und dann sehr schnell sehr viel laden. Aber wir laden den Akku niemals voll. Also das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr Langstrecke fahrt, niemals irgendwie denken, dass ihr auf 100% laden müsst, weil dann könnt ihr weiterfahren. Das ist nicht wie bei Verbrennerfahren, wo man den Tank voll macht und weiterfährt, sondern man lädt so viel, wie es dann strategisch oder wie man eben möchte, am meisten Sinn macht. Aber eher nie voll. Voll macht ihr nur, bevor ihr losfahrt. Also wenn ihr zu Hause laden könnt und die Zeit habt, dann macht den auf 100%, also abends vorher oder kurz vorher, dann habt ihr da die höchste Reichweite natürlich. Aber während der Fahrt, während ihr an High-Performance-Chargern seid, niemals vollladen. Wir fahren meistens bei 60-70% mit dem Model 3 und mit dem Model Y los. Die Ladekurven sind identisch, das haben wir auch festgestellt bei den Ladezeiten, die wir standen mit den beiden Autos. Wenn wir jetzt von 7-60% geladen haben, standen wir immer ungefähr, also standen wir sehr identisch mit Model 3 und Model Y. Die Ladekurve bei Model 3, Model Y, die sollte man sich so ein bisschen verinnerlichen. Das sollte man wissen, dass die sehr stark später abfällt. Also bei 60-70% lädt man schon mit deutlich unter 100 kW. Das heißt, wenn man jetzt ankommt mit zum Beispiel 3%, dann lädt man jetzt mal 50 kW. Bei 60-70% nur noch mit deutlich weniger als die Hälfte. Deswegen haben wir zum Beispiel auf dem Hinweg das auch geschafft, viermal mit 7% anzukommen. Was ein sehr guter Wert ist. Man hat immer noch so ein bisschen Puffer, aber der Wagen lädt auch schon sehr schnell. Andere Autos sind natürlich verschieden. Manche laden auch bei höheren Prozentzahlen immer noch schneller als das Model 3, Model Y. Da kann man dann die Strategie so ein bisschen anpassen. Wir hatten jetzt auf der Fahrt, die wir gemacht haben, immer einen Stopp, der unnatürlich lange war. Das war unser Mittagsstopp. Ne? Irgendwann muss man auch mal essen, wenn man den ganzen Tag unterwegs ist. Da haben wir uns dann meistens, war das jetzt in Tschechien an der Mall, hatten wir uns da einen Supercharger gesucht und haben halt da gegessen. Da standen wir beide Male jetzt eigentlich fast eine Stunde, was sehr lang ist, wo wir dann mit 96% oder 97% dann auch wieder losgefahren sind. Das kann man natürlich auch einplanen, wenn man irgendwo ist, dass man dann nebenher dann einfach lädt. Insgesamt, das fand ich sehr interessant, mit diesem langen Ladestopp haben wir immer 28 Minuten im Schnitt geladen. Wenn man diesen langen Stopp einmal rausnimmt, dann waren wir aber bei 25 Minuten, die wir im Schnitt geladen haben. Da waren aber manche Stops dabei, die, weiß nicht, waren wir nur 10 Minuten da, weil wir einfach bis zum nächsten Supercharger fahren wollten. Warum, das erkläre ich gleich. Und manche Stops, wo wir eben eine halbe Stunde standen. Okay, gucken wir uns jetzt aber einmal das Navi an, weil das ist das, womit wir im Tesla arbeiten. Also wir haben
arbeiten nicht mit Handys, wir gucken nicht irgendwie hier mit Google Maps oder sowas, wie jetzt die nächste Route ist, sondern wir machen alles mit dem Tester-Navi. Und ich mache jetzt einfach mal testweise München als Strecke, würde ich sagen. Das gucke ich mir einmal an. München. Wir sind jetzt bei 36%. Und man muss zum Tesla-Navi wissen, dass der zum einen sehr pessimistisch rechnet. Also der rechnet immer damit, dass man mit sehr viel Prozent ankommen soll. Und dass er aber auch mit einem höheren Verbrauch meistens rechnet, als er am Ende tatsächlich ist. Ich weiß nicht, ob die einfach einen Puffer eingebaut haben als Sicherheitsmaßnahme oder ob der einfach noch nicht so genau ist. Aber ich glaube, das Erstere ist letztendlich der Fall. Denn wir kommen immer mit deutlich mehr Prozent an. Also auch, wenn wir dann nochmal irgendwie 200 fahren und so und da steht schon irgendwie, ey, ihr müsst langsamer fahren, dann fahren wir trotzdem noch 200, kommen immer noch mit 6% an. So, ich habe hier, das passiert manchmal bei uns auch, wenn wir nicht einverstanden sind mit der Route, die er uns vorschlägt. Aber wie gesagt, ne, ich möchte es nochmal betonen, man kann sich einfach einsteigen und losfahren. Das sind kleine Spielereien, die wir hier machen. Jetzt sagt er, dass wir, weil wir bei 36% sind, einmal nach Bisping fahren müssen. Das hätte ich jetzt wahrscheinlich auch so gemacht. Und da kommen wir jetzt mit 13% an. Was wir immer machen, wenn wir jetzt Autobahn fahren, also wenn wir schon ein bisschen gefahren sind, dann haben wir ja auch einen guten Überblick über den Verbrauch. Also auch wenn wir jetzt im Ausland unterwegs sind und da gilt nun mal eine andere Geschwindigkeit als hier in Deutschland. Hier in Deutschland geben wir Gas, wenn aufgehoben ist. Also mit dem Model 3 fahren wir 180, 190, 200, wenn es dann möglich ist. Mit dem Model Y fahren wir langsamer, weil der Verbrauch ist einfach höher bei diesen hohen Geschwindigkeiten. Bei 180, 190 ist beim Model Y schon echt, da sieht man das nur irgendwie den Strom hier rausfließen. Das ist krass. Beim Model 3 geht es schon besser. Ich glaube aber so, die optimale Geschwindigkeit ist tatsächlich bei Model 3 auch 160, 170, beim Model Y etwa 10 km/h langsamer. So, wir gucken, dadurch, dass wir immer einen durchschnittlichen Verbrauch haben, hier auf diese Statistik. Für mich ist das Gold wert. Wir sehen hier immer, was wir auf den letzten 50 oder 25 oder 10 Kilometer verbraucht haben. Das heißt, wenn wir schon auf der Autobahn unterwegs sind, dann wissen wir, auch wenn wir laden, die Zahl passt sich hier mal an, wie weit wir kommen. 152 Kilometer steht hier. Dann gucken wir, okay, der nächste Supercharger ist 60 Kilometer weit entfernt. Das heißt, mit dem Verbrauch würden wir das ja schaffen. Dann gucken wir manchmal, okay, warum sagt dann Tesla, dass wir bei dem laden sollen? Dann klicken wir mal hier darauf, dann sehen wir alle Supercharger, die auch entlang der Route sind. Wir sehen, da ist Bisping, da will er uns jetzt hinführen. Aber hier ist zum Beispiel noch ein zweiter Supercharger. Vielleicht könnten wir noch dahin fahren. Der ist jetzt ein bisschen weiter weg. Sollte 3 Kilometer etwa weiter weg, würde nicht so viel Sinn machen. Leider auf dieser Strecke nach Hannover, da fehlt noch so ein bisschen ein Supercharger zwischen Soltau und Hannover. Deswegen würde das hier Sinn machen. Wäre aber ein anderer Supercharger, zum Beispiel Hannover, und ich wüsste jetzt hier aus dieser Zahl 150 Kilometer, dass ich so weit komme, dann würde ich da versuchen hinzufahren. Denn 13% ist für meinen Geschmack schon wieder ein bisschen zu viel. Also ich weiß, dass auf der Strecke nach Soltau, nach Bisping, ist noch ein bisschen aufgehoben, das heißt, ein bisschen würde ich noch loswerden. Aber wenn wir jetzt ja mit Richtgeschwindigkeit 130, 140 fahren würden, da wo eben aufgehoben ist, und 120, dann würden wir nicht mit 13% ankommen, sondern ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da mit 18% ankommen. Also für 60 Kilometer brauchen wir nicht 23%. Das rechnet Tesla schon wieder so ein bisschen sehr pessimistisch. Was man dann machen kann, also wenn ich jetzt aber zum Beispiel hier in Neugraben oder wie das heißt, ist noch ein Supercharger, muss ich mir einmal wieder einblenden hier. Wenn ich da hinfahren will, weil das mehr Sinn für mich macht oder weil ich eine Pause machen will oder weil der Hund mal raus muss, dann klicke ich hier drauf auf das Ding und dann fügt Tesla den Supercharger ein und berechnet aber auch die Route neu. Das heißt, idealerweise würde er jetzt Bisping sogar rausnehmen. Genau, er nimmt jetzt Bisping raus. Weil er weiß, okay, wir wollen da definitiv halten. Ich muss einmal aufklappen. So. Er weiß, dass wir Stillhorn definitiv halten wollen und fährt dann nicht eben weiter nach Bisping. Er hat jetzt eben Bisping rausgenommen und Leere reingepackt, was bei Hannover ist. Wir sehen es jetzt leider hier nicht mehr auf der Karte, aber Leere ist irgendwo hier. Das heißt, er überspringt dieses ganze Stück. Ach nee, jetzt fahren wir nach Bremen. Hups. Genau, da ist Leere. Das scheint ein Bug zu sein, weil er hat die Strecke hier gar nicht markiert, aber ab Leere hat er dann wieder markiert. Das sind eben die Spielereien, die wir uns da angucken. Und hier habe ich auch ein gutes Beispiel, wo wir definitiv anders fahren würden. Ihr seht hier Nempitz,
das wäre jetzt ein toller Stopp, um irgendwie Mittagessen zu machen. Vielleicht rechnet Tesla damit auch, weil das ist gerade 13.28 Uhr. Da kommen wir mit 16% an. Aber er würde sagen, dass wir da 55 Minuten laden sollen. Und 55 Minuten laden, dass der Wagen wieder bei 100% ist, dass er über 80% lädt und dadurch halt auch sehr langsam ist. Wenn ich mir jetzt Nempitz einmal angucke, auf der Karte, ich zoome einmal raus, das hier ist Leere und das ist Nempitz, dann sehen wir, dass er quasi von Leipzig hier unter bis nach unter Nürnberg fahren wollte. Und auch hier klicke ich einmal auf das Icon und sehe, die sind jetzt nicht rot markiert, ich sehe, dass hier bei Münchberg Nord noch ein Supercharger ist. Der ist auf dieser Strecke und ich sehe auch, 6 Plätze sind frei, also 4 sind belegt. Und ich sehe auch, 250 kW ist die maximale Leistung. Das ist auch noch eine Sache, die wir uns immer angucken. Dazu komme ich gleich einmal. Und ich würde jetzt diesen Supercharger einmal hinzufügen. Ich kann das hier nehmen. Dankeschön. Pliquet. Dankeschön. Ja, der Name ist ein bisschen schwierig. Paula Ludwig, Ida Quelle, Ulrich, Emil, Theodor, Theodor. Man hat es irgendwann drauf. Das sind Fahrzeugpapiere für unser neues Model 3. Wir haben schon eins hier. Das lasse ich am Montag zu und das lasse ich hier auch am Montag zu. Wir kriegen diesen Monat tatsächlich 2 Model 3s und weitere dann Ende des Jahres. Willkommen in der Tesla-Familie. Nice. Ja, Mitarbeiterfahrzeuge. So, also, er hat jetzt hier berechnet, er hat da, ich habe es jetzt nochmal zurückgesetzt, Nempitz nochmal weiter drin und jetzt mache ich den Schritt nochmal. Er würde jetzt sagen, dass wir um 19.52 Uhr in München ankommen. Und jetzt fügen wir hier einmal wieder Münchberg Nord hinzu. Ich mache das gerade nämlich nochmal jetzt. Seht ihr? Und nur weil ich diesen einen Ladestopp da hinzugefügt habe, sagt Tesla jetzt selber, dass wir statt 19.52 Uhr um 19.52 Uhr ankommen. Eben stand er noch 19.15 Uhr. Okay, also er hatte kurz eine andere Zeit angezeigt, er hat aber, sehe ich jetzt auch gerade wieder hier, Leere drin mit 40 Minuten Laden. Mein Tipp an euch ist einfach, nehmt diese Ladestops, wenn ihr nicht unbedingt jetzt Mittag esst oder sowieso irgendwas machen wollt, nehmt sie raus und sucht nach dem nächsten Supercharger, dass ihr eben unter 30 Minuten ladet. Weil sonst dauert das einfach zu lange. Ich kann jetzt hier nochmal reingehen, ich weiß nicht, warum er bei Leere jetzt 40 Minuten sagt. Er ist halt ständig am Neuberechnen. Jetzt packen wir hier wieder Leipzig Flughafen rein. Tesla möchte, dass ihr möglichst wenig anhaltet und dafür eben länger steht. Mein Empfinden ist aber, dass es deutlich schneller ist, wenn wir eben immer nur kürzer halten. Jetzt möchte ich hier nochmal wieder anordnen. So. Jetzt müsste ich eigentlich so viele Ladestops drin haben, dass er das gar nicht anders berechnen kann. Ja, jetzt sagt er das nämlich auch, guck, 19.17 Uhr kommen wir an. Ich habe jetzt also ein paar mehr Ladestops reingepackt. Jetzt sagt er 19.33 Uhr, ja, er hat das jetzt schon wieder geändert. Er hat schon wieder einen Ladestop, wo man 45 Minuten lädt, deswegen ging es gerade auch nochmal hoch. Aber mit mehreren Ladestops seid ihr schneller. Das haben wir mittlerweile wirklich gut rausgefunden. Ihr habt das eben gesehen, als Münchberg Nord drin war und danach noch einer, hatte er auch 19.17 Uhr angezeigt. Wenn ich jetzt hier nochmal, ich füge jetzt noch einen rein, weil ich will es euch jetzt einmal beweisen. So, ich füge jetzt hier Nürnberg wieder rein. Plopp. Dann muss ich wieder einmal in die Route bearbeiten, den nach unten schieben. Oh, das ist so geil, wie einfach das funktioniert, Routen zu bearbeiten. Ist ein relativ neues Feature, aber so muss es sein. Einfach per Drag and Drop hin und her ziehen. Und in anderen Navis bin ich schon so häufig verzweifelt, wie das jetzt genau funktioniert. Er berechnet neu, das geht ja auch immer relativ schnell. Jetzt sagt er 19.24 Uhr. Also, es ist schneller. Guckt, dass ihr mehr Ladestops einfach reinpackt. Ja, er hat wieder nachjustiert. Ja, immer noch 19.42 Uhr. Ist immer noch 10 Minuten schneller als die ursprüngliche Zahl von 19.52 Uhr, die wir hatten. Die mittlerweile auch 19.53 Uhr war, weil ich seit 10 Minuten hier laber. Oder also 19 Uhr, wahrscheinlich schon 20 Uhr gewesen wäre. Also man sieht, das sind jetzt nur kleine Differenzen, aber ich glaube, wenn man fährt, dann wird das nochmal deutlicher. Und verlasst euch, ganz wichtig, auch nicht auf diese Angabe 5 Minuten bis zur Weiterfahrt. Wie derselbe Punkt. Es ist sehr pessimistisch geschätzt. Meistens kann man losfahren, wenn er sagt, in 5 Minuten losfahren oder sogar in 10 Minuten losfahren. Ihr könnt es immer rechnen, wenn ihr schon auf der Strecke seid, einmal mit eurem Durchschnittsverbrauch der 50 Kilometer. Sofern ihr nicht irgendwie einen Berg hochfahrt, habt ihr eigentlich einen ganz guten Schnitt. Ihr wisst ja, wie ihr gefahren seid und ihr wisst, wie ihr fahren werdet auf der Autobahn. Werdet ihr hier mit der Angabe am besten vergleichen können,
wie viel ihr jetzt laden müsst. Weil Tesla wird euch auch immer anzeigen, jetzt sind es eben 12 Kilometer bis zum nächsten Supercharger. Hier unten steht immer bis zum nächsten Supercharger, wie viel das sind. Und dann guckt ihr kurz, okay, 150 steht hier. Wenn hier irgendwie 140 Kilometer steht, dann fahren wir meistens los. Langsamer fahren kann man immer, sage ich immer. Geil, oder? Das ist mein Spruch. Langsamer fahren kann man immer. Genau, also wenn es halt wirklich knapp wird und da jetzt irgendwie nur noch steht, dass da 5 Kilometer Puffer sind oder ihr mit 0% ankommt, dann fährt man halt irgendwie ein kleines Stück irgendwie mit 100, 110, 120 und dann ist das auch kein Problem. Dann kommt man wieder mit ein bisschen Puffer an. Ich hatte es noch nie, also wir kommen regelmäßig mit 1, 2, 3, 4% an. Das ist natürlich ein bisschen Nervenkitzel. Ich habe mal von einem Ladesäulenbetreiber eine Statistik gehört, mit wie viel Prozent der durchschnittliche Fahrer bei Supercharger, sondern bei einer anderen Ladesäule da ankommt. Das waren tatsächlich im Durchschnitt 30%. Das ist natürlich, wenn man die Zeit optimieren will, viel zu viel, weil die Autos laden halt tendenziell alle schneller, umso leerer sie sind. Aber natürlich ist es Nervenkitzel, was man eingehen muss. Aber ich hatte es auch, wie gesagt, noch nie in meinem Leben, dass ich bei einem Supercharger nicht laden könnte. Sage ich ganz ehrlich, mit einem Nicht-Tesla würde ich das allerdings nicht machen, weil da hatte ich auch zu häufig, dass ich auch mal nicht laden konnte. Und da braucht man schon mal einen kleinen Puffer. Was halt einfach noch gut zu wissen ist, ihr habt hier jetzt ja die Option, eben die Supercharger anzuordnen und könnt hier dann auch immer wieder Supercharger rausschmeißen. Das funktioniert so easy peasy, das ist sensationell. Ich berechne jetzt nochmal die Route, wie Tesla das machen würde, also ohne, dass ich Supercharger hinzugefügt habe, dann haben wir nochmal einen Vergleich und ich kann mich freuen, dass ich euch hoffentlich einen richtigen Tipp gegeben habe. Aber ihr seht das, ne? 1, 2, 3, 4 Ladestops sagt Tesla jetzt. Ich hatte, glaube ich, eben 6 drin und er sagt jetzt, dass wir ankommen 20.05 Uhr. Wir hatten eben 19.42 Uhr, das heißt, wir sind wirklich bei 20 Minuten, die das schneller ist, wenn man mehrere Ladestops anpackt. Und Tesla hat ja so unfassbar, also das ist mir, wir waren ja auch in Frankfurt, alter Schwede, das ist ja so insane, das ist mir da aufgefallen. Ich meine, in Hamburg haben wir auch schon ein paar Supercharger, aber geht doch mal bitte hier auf die Frankfurter Ecke. Ich muss einmal neu laden. Er zeigt jetzt hier nicht mal alle rot an, das ist, glaube ich, immer noch ein Bug, dass er manche rot anzeigt, manche nicht, aber hier ist ein Supercharger. Da ist ein Supercharger, da ist ein Supercharger. Das sind hier alles Supercharger. Alleine hier bei Mannheim, 3 auf den Haufen. Hier sind 8 Plätze, da sind 18 Plätze, sind wir 26. Und hier sind 12 Plätze. Das heißt, wir sind bei 38 Plätze hier alleine auf dem Haufen. Und das sind alles 250 kW Lader. Na gut, nee, hier tatsächlich 150 kW Lader und da wieder 250 kW Lader. Also 8 sind noch alt quasi und das ist etwas, wonach wir auch gucken. Ne? Also wenn wir jetzt hier irgendwo halten wollen, dann gucken wir natürlich, okay, was wäre jetzt am dichtesten zum Beispiel an der Autobahn dran und wir gucken ganz kurz 150 kW Max, das heißt, das sind V2er, das ist geil, ne? V2er, so, das ist ein V und eine 2. So. Und hier ist 250 kW Max, das heißt, wir haben V3er, wisst ihr Bescheid. Das heißt, da würdet ihr definitiv schneller laden. Ich würde immer zu den V3 anfangen. Ja, Supercharger-Preise sind gestiegen. Ihr könnt das aber genauso, wie ich es gerade erzählt habe, eben auch mit anderen Ladesäulen machen und dann eben eher weniger laden und halt dafür kürzer. Ich setze aber nach wie vor auf das Supercharger-Netz. Ist so entspannt einfach. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ob ihr noch irgendwelche Tipps habt für Langstrecke, ob ihr euch einfach immer an das von Tesla haltet. Was, ich meine, das sind jetzt 20 Minuten auf irgendwie einem 8-Stunden-Trip. Das ist jetzt auch nicht so viel. Manchmal muss man ja auch irgendwie noch Mittagessen einplanen und dann lebt man halt einmal länger. Schaut mal im Shop von Tesla vorbei. Da findet ihr Zubehör für euren Tesla, für Model Y und Model 3 und auch unsere To Be Fair Gummimatten, die wir hier in Bremen produzieren. Wir kommen tatsächlich gerade nicht mit der Produktion hinterher. Das liegt auch an Krankheitsfällen, aber wir sind dran. Also gerade, wir werden heute nochmal hinfahren, weil uns gerade nur eine Matte fehlt, sodass wir haben jetzt gerade so einen Backlog von ein paar Bestellungen. Vielen lieben Dank aber da an der Stelle für den wahnsinnigen Support. Wir sind dabei, das alles hochzufahren noch weiter. Wir haben nicht damit gerechnet, gerade in den letzten 2 Wochen war es wahnsinnig. Wir haben mega gutes Feedback erhalten. Vielen lieben Dank dafür. Und wir sind dabei, schneller zu produzieren. Die Lieferzeiten sind 1 bis 2 Wochen. Ich denke, dass wir eher eine Woche haben werden. Dann werden wir einfach häufiger Touren machen. Und die Matten von Bremen, die müssen dann nach Lüneburg, wo wir sie verschicken.
Aber das kriegen wir alles hin. Vielen, vielen lieben Dank für diese unfassbare Unterstützung oder für den Support und auch für das mega Feedback, was wir da bekommen. Yes, so viel zu Nikos Langstreckentipps im Tesla. Peace out. Ciao.